So, Aufnahme ist an. Ja, bevor wir allerdings in den Nether gehen, brauchen wir noch ein Feuerzeug. Hab ich schon, aber willst du nackig gehen? Ja, Gott, das ist vielleicht nicht unbedingt. Das Problem ist, wir haben nur 13 Dias. Guckst du mal hier in die Müllkiste rein, Schatz? Mehr konnte ich für dich leider nicht herstellen. Für mich? Was will ich damit? Also ich brauche das nicht unbedingt. Wenn ich sterbe, sterbe ich, meine Güter. Ich brauche bloß hier oben eine Kiste, wo ich mal das ganze Zeug, was ich im Inventar habe, reinmache. Den habe ich wichtiges Zeug. So. Ess mich noch einmal voll und... Genau, das wäre vielleicht praktisch, Essen mitnehmen. Aber ich bin schlau. Ich nehme das Brot mit. ihr wisst nicht zufälligerweise, wie ich die Chunks wegbekomme bei mir, oder? Halt, da ist so... Chunk-Fehler? Nee, hier wird bei mir jeder Chunk angezeigt. F3. Ja. F3 und. Nee. Das war normales F3G. Das ist echt? Das geht in einem Team nicht. Nee, war das nicht der Chunks Laden? F3B waren die Hitboxen. Okay, F3T ist komplett neu geladen. Jetzt darf ich warten, ich habe Standbild. Nicht nur du. Ich habe das gerade auch gemacht. Ich hab's auch gemacht. Nee, ist immer noch nicht weg. Ach Gott. Options, Controls. Das müsste hier eigentlich irgendwo stehen. Warte. F9. Das habe ich natürlich als einziges nicht gedrückt. So, Schatz. Ja, perfekt. Feuerzeug. Danke. Ist ja unser Projekt, also darfst du anzünden. Tyrox. Wie war das mit auf dem Mond? Gibt's kein Feuer? Scheiße. Okay, Leute, wir brauchen Sauerstoff. Oh, hier ist so eine Sauerstoffbubble. Bubble Disruptor. Ja. Das war nicht so geplant. Ja. Das war ein Fail. Ja. Clickbait-Folge. Lui. Deswegen haben die auch das normale Feuer hier rausgenommen, woraus du die Kettenrüstung craftest. Hm? Mond, kein Feuer. Ja. Aber wie konnte dann eure Baumfarn mehrfach abbrennen? Hä? Die ist mehrfach schon abgebrannt durch die Lava. Warte mal, das ist generiertes Feuer. Du hast Firetick ausgemacht, oder? Ja. Entweder es hängt damit zusammen oder dass ich das Feuer jetzt hier so platziert habe. Weil Fackeln gehen ja auch nicht. Nee, Fackeln gehen nicht, deswegen ja die Redstone, die Glowstone Torches. Dann lass es vielleicht mal ausprobieren, dass wenn wir jetzt Holz und Lava machen, dass du dann
quasi Fire Tech nochmal anmachst. Warte, ich hol. Dafür jetzt. Ich hol Holz bei uns hier raus. Mhm. Ich hab die Lava. Quasi da, da dann die Lava platzieren, da ein Holz und da ein Holz. Also, noch nicht. Achso, warte, noch nicht. Noch ein Holz. So, Bretter gehen auch. Hab ich nicht. Ich hab gar nichts im Inventar. Um ehrlich zu sein, ich hab alles rausgehauen. Naja, wenn ihr nichts dagegen habt, dann mache ich halt einmal da und einmal da oben. Oh, sorry. Was? Hier hin. Auf das drauf. So. Quasi Tyrox jetzt hier die Lava platzieren. Jetzt wirst du erwarten, dass das Feuer fängt, das Feuer dann darüber geht und das dann verbrennt. Ja, aber wenn Feuertick aus ist. Deswegen sagte ich ja, dass du Feuertick genommen hast. Ja, der Block hier ist aber dann im Weg. Der brennt ja nicht ab. Deswegen sagte ich ja, dass du Feuertick anmachen sollst. Ach so. Was ich denn? Game Rule. Du. Feuertick. True. Jupp, ist an. Jetzt müssen wir warten, bis das hier als Feuer fängt. Oder? Ne, gehen wir mal nicht. Jetzt hin. Das geht auch nicht. Und wenn eure Baumfarm Feuer gefangen hat, dann sollte sie eigentlich. Ja, das sollte dann gehen. Ja, die Baumfarm bei euch ist ja auch durch die Lava Feuer gefangen, oder? Ja. Ja. Okay, dann sollte. Weil wir hatten ja nichts anderes. Nichts sollte es ja dann klappen. Ja, dann müssen wir nur warten, bis so ein Funke da drüber springt. Wäre das dann eigentlich dann so hier besser? Jetzt ist hier schon wieder der nächste Bogen gewachsen. Ernsthaft? Damit das Melvin? Wirklich übergreifend ist. Willst du auch ein Titanium-Schwert? Ja, das wäre nett. Wahrscheinlich ganz so größer, ja. Böse, klar. Wo habt ihr Titanium her? Von meinem Schirm? Sieht krass aus. Alles von meinem Schirm. Okay. Geil. Ich dachte, du hast hier Karotten angepflanzt. Hab ich auch. Ach, hier. Ja, hier müsste eine Hoe rein und das Weizen muss auf jeden Fall weg, sonst wird alles wieder durch Weizen ersetzt. Wenn keine Seeds drin sind. Apropos, wo ist eigentlich Farmball? Die Seeds werden doch mitgenommen. Der ist nicht da. Ja, gut, stimmt. Na gut. Eik, weißt du, wo Farmball ist? Nö. War der vorhin da? War die ganze Zeit schon auf. Nein, nicht online. Gestern war er online, weil er ja Skuga aufgenommen hat. Hm, naja, ist auch offen. Was ist denn heute Samstag? Der Dude ist 15er, wer weiß. Vielleicht hat er eine Kirsche und Spaß mit ihr. Aber mein Farmboy ist 15? Ja. Ich hätte ihn jetzt so auf 18 geschätzt. Ja, habe ich ja, immer das gehört. Haben wir auch. Haben wir ihm auch alles gesagt? Nee, Farmboy ist 15. Hä, warte mal. Nee, er hat zu uns gesagt, er wäre 13 oder 14. Ja. Was? Müsstet ihr mal in die Vorstellung reingucken, weil ich kann da jetzt nicht reinklicken. Ja, kann ich gleich mal machen. Also, soweit ich weiß, ist der 15 und CO2 ist 19. CO2 hätte ich jetzt auf 15 geschätzt, ganz ehrlich. Oh, lass obwohl ich weiß, dass der... Der ist 13! Was? Echt? Papa ist 13! Ich hab den auf 15 geschätzt? Hä? Ich hab den auf 8 geschätzt. Was, auf 18? Ja! Ach, Tyrox
Max ist 15. Ja. Und Amy, also dann habe ich das wohl da ein bisschen vertauscht. Ja, gut. Kann jedem mal passieren. Aber ich hätte einen Farmball niemals auf 30 geschätzt. Genauso wie ich CO2 nicht auf 19, auch wenn ich weiß, dass der 19 ist. Warum hättest du den nie auf 13 oder auf 15 geschätzt, den Farmball? Der für mich viel zu erwachsen klingt. Ich hab den auch wie CO2 so auf. Ist wohl dein Typ? Nö. Ich hab nur gesagt, dass ich den erwachsen schätze. Oder geschätzt habe. Oh, Schätze. Da fängt Feuer, ne? Was? Das? Ja, in der Mitte. Da fängt Feuer. Hat's geklappt? Aber es passiert nichts. So, warte. Noch nichts. Holzblock abbauen. Okay, let's go. Wer hat das Feuer ausgemacht? Ich nicht. Nee. Ich hab mit Dings, mit Axt den Holzblock abgebaut. Ist das wegen dem Holzblock jetzt? Oder ist es deaktiviert in diesem Modpack? Also. Dürfte eigentlich nicht sein. Bitte, ich muss das Update. Kann das echt nicht stoppen, ne? Mist. Egal. Dann spiel ich mit Lex. Habt ihr noch einen Lava-Eimer? Nee. Shit. Mm-mm. Oh, da brennt wieder. Hm. Also, wenn Feuertick an ist, greift es jetzt darüber. Ein Feuertick ist an. Ich hab's angeschalten. Hm, ich sehe es ja auch, dass du was in Game Rules. Was hast du, was in den Game Rules geändert hast? Hm. Alles klar, das ist ja übelst krass. So. Die Spannung steigt. Hat das Feuer gefangen? Nein, ist weggegangen, weil Holzburg verbrannt ist. Deswegen dachte ich mir, hier vielleicht auch noch ein Lava-Block, Lava-Dingens hinsetzen. Oder wir müssen wirklich so ein Oxygen-Ding da. Der kostet Compressed Steel, Oxygen Vent, Oxygen Fan, Compressed Steel. Aluminium. Steel. Aua, die lässt du nicht. Compressor. Ja, den wollte ich ja herstellen, aber da brauchst du halt wieder 9, 18, 27, knapp 32 Eisen. Tin und Steel. Steel und Wolfen haben wir ja noch was. Weißt du, das zeichnet halt auch richtig geil aus, wie gut wir uns mit diesem Modpack auskennen. Naja, mit einigen Mods hat man ja schon öfters zu tun. Ja. Mit manchen. Wir bräuchten hier drüben noch einen Lava-Block. Ich guck mal, ob wir noch einen haben. Wir haben Doch, ich habe unten die Tanks wieder hingestellt. Nein. Muss ich fragen. Wir haben keinen Eimer mehr. Doch, guck mal oben in der Kiste. Da ist einer drin. Titanium-Schwert, ne? Das hat 3000 Durability. Machen wir auch mal eins. Ich kann uns höchstwahrscheinlich nur noch einmal die Schuhe machen. Komm, ich schreiben. Diamond. Hm. Hä? Achso. Weil normalerweise brauchen wir jetzt Unmengen an Cobblestone, nur um dieses eine Titanium. Ich würde es vielleicht noch wieder darüber machen, dass wir das einmal austauschen. Nimm das mal raus. Zu bekommen. Aber das setzen wir dann hier hin. So ein bisschen verquer, genau. Melvin, könntest du bei dem Chopper da wieder neu machen? Das ging schnell mit dem Verbrennen? Ja. Das sind Bretter.
Ja. Dann, wenn das mit den Brettern schneller geht. Machen wir das doch gleich so hier. Mhm. Wir könnten auch die Lava darüber fließen lassen. So. Dann fängt das dann Feuer. Wahrscheinlich, hoffentlich. Versuch. Das müssten wir dann irgendwie abgrenzen. Ja, warte. Yay, noch 23 Minuten. Also da müsste schon was sein, bloß dass es halt nicht rausfliegt. Immer wieder Ruhe. So. Oh, das war falsch gesetzt. Ja, das verbrennt wieder. Ist ja erstmal egal. Ich habe noch 3 Blöcke. Halt dich bereit, dass du die Lava dann gleich einholen kannst, wenn das brennt. Das ist ein Unterfangen. Lava raus. Ja, das kann jetzt von mir aus alles abbrennen. Oh. Das ging nicht, hast du gesehen? Nee. Der Obsidian-Block hier hat gebrannt. Ja. Und... Glaub nicht, das Holz dass war es gewollt ist. Das Holz war vorher weg. Also wird das wohl nicht gehen. Ich glaube, wir brauchen doch hier die Oxygen Bubble. Entweder das oder wir machen das halt anders. Könnt ihr eure Lava wieder mitnehmen? Können aber halten. Inklusive den Eimer. Irgendeiner hat noch 2x Mondsand eingesammelt. Nee. Nee, ich hab nichts in meinem Mund. Ach, die lagen hier hinten. Oh, ich brauchte gar keine Truhe. Oh. Das war nicht Gold. Mm-mm. Geht auch nie. Nee. Ja, dann müssen wir doch warten, bis wir so ein Ding haben. Heißt, wir brauchen Kompressor. Ja, und da brauchen wir wieder Steel Eisen. Und Zinn. Ja, dann. Und Eisen. Legen wir das ganze Eisen jetzt erstmal da drauf. Ja, weil das andere habe ich ja, was ich eigentlich wollte. Aaron, was brauche ich dafür? Ich für FE. Und FE mache ich aus. Stein. Und Stein machst du aus unserer Kiste raus. Mhm. Ah, hier, und nur wenn du Hunger hast, da sind 42 Brote drin. Okay. Nee, weil ich habe schon gewisse Sachen hergestellt für den Kompressor. Zum Beispiel diese runde Platte, den Basic Wafer. Und... Aber ich hatte mein Augenmerk mal erst mal auf Dings gelegt. Wie viel Eisen brauchst du genau? Ich brauche einen kompletten Anvil dafür. Das sind okay, 28, 27. 27, 28, 29, 30, 31 Stück. 31 Gold, Eisen. Ich habe noch 2 Eisen im Inventar. Ich das Eisen einmal bitte?
Brauchst Eisen-Ingots habe ich auch noch, wenn du brauchst. Immer her damit. Da und da. Hinter dir. Na gut, die Ingots bringen mir nicht viel. Ich dachte... So. Ich habe ein Geschenk für einen T-Rock-Saru. Schon wieder ein Paul? Nee, dieses Mal kein Spawn-Ei. Aber damit kannst du deine... Warum mag ich jetzt ein Meteor? Das kriegst du raus, wenn du es siebst. Für deine Cobblestone-Farm. So. Ja? Halt das... Nee, geh mal einen Schritt zurück. Dir passiert nichts. Ist nur für deine Cobblestone-Farm gedacht, okay? Melvin, komm auch noch. Pass auf. Ja, ja. Für dich. Für dein automatisches Sieb, ja. Die Kiste machst du hinten ran, machst Stein oder sonst was auch immer rein vom Mond und lässt es durchsieben, okay? Halte sie okay. In Ehren. Ganz gleich. Ich mitlachen? Die haben Mini-Chests von mir bekommen. Ja. Oh. Aber ihr, Heilige. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die die sind so revolutionär, die Chests. Also. Ja. Die haben's in sich. Das ist boah, gleich zwei. Ja, gut, dann war das Nether-Portal jetzt eine Fail-Folge. Also auf jeden Fall 50.000 Daumen nach oben will ich haben. Und Melvin genauso. Ja. Das ist irgendwie.